Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Moment, ich muss hier erstmal einen Mozi fangen. Das letzte Mal in diesen Klamotten. Ich habe ein bisschen was vorgedreht für die Zeit, wo ich in Prag bin. Bei Sonntag müsste ich eigentlich wieder zurück sein, aber da werde ich wahrscheinlich K.O. sein. Nicht die Energie, die Power haben, um hier direkt ein Video hochzuladen. Aber hoffentlich cooles Material aus Prag. Moment, sorry. So, aber ich habe die 10.000 Abos geknackt. Und ich habe euch gesagt, versprochen, zumindest auf Instagram, falls mir da jemand folgt, falls nicht, dann schaut rüber und abonniert mich, followt, wie man es auf Instagram sagt. Aber ich habe gesagt, dass ich 10 Dragoans entwickeln werde, also 10 Dratinis zu Dragoan für die 10k, und das machen wir auch, also Dratini und Dragoniers. Gehen wir mal am besten Dragon ein. Ich habe bisher 4 gemacht und ein Wild gefangen. Also ich habe mehrere Wild gefangen, aber die waren schlecht. Nur den hier habe ich behalten von den Wildgefangenen. Fast 2000 Bonbons, also kein Problem hier. Der hier ist aus Prag. Der war nicht schlecht mit fast 2,7 Wild. 2,98er bisher, ein überpusht. Der hier auf Max. Und die waren beide relativ hoch, 29 und 30 glaube ich. Und dann hier die zwei aus alten Zeiten, wo ich noch nicht so krass war. IV-technisch sind die auch nicht so top, deswegen noch nicht auf Max gepusht. Und ja, wer 10 entwickeln, einer davon 100%. Gestern kam übrigens auch ein 100%, aber nur Level 2 oder so. Und selbst wenn, hat mich jetzt nicht so gereizt. Dragoan, immer noch krasses Pokémon, aber Despoter ist der King. Ich bin so ein krasser Despoter-Fan. Ah, wo fangen wir mal an? Machen wir mal den hier. 96%. Eigentlich nicht schlecht. Bloß ziemlich low, was WP angeht. Und pushen werde ich erstmal kein Dragoan mehr. Aber wieso nicht? Ich habe die Bonbons übrig. Cooles Video für euch auf jeden Fall. 10 Dragoans, wer macht das schon? Aber pushen werde ich auf jeden Fall erstmal kein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ihr wisst allgemein eh, pushen dauert viel zu lange. Vor allem von so einem niedrigen Level. Ich meine, wie viel hat denn der? Auf jeden Fall unter. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich wollte sagen, auf jeden Fall unter Ding. 800 wollte ich sagen, und das ist auch so. Drachengurte Hyperstrahl. Ist okay. 96%, aber so low. 695. Alter. So. Der nächste ist auch 96, aber ein bisschen höher. Das ist schon mal gut. Erstmal zu Dragonier. Und es gibt auch Punkte für die Drachenmedaille. Auch wenn ich die schon auf Gold habe. Ihr wisst, Statistik und so ist mir sehr viel wert. Und je höher, desto besser. So, 500 war der. Das ist ungefähr Eye-Level. Ich glaube, der war auch aus dem Ei. Nee. 500 ist nicht Eye-Level, das ist höher als Eye-Level. 491 ist 100% aus dem Ei. Der war wild, bisschen höher als Eye-Level. Sprich 21, 22 ungefähr Level. Aber jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel das Dragon hier hatte. Ist ungefähr mal 2, glaube ich, der Multiplikator. Bisschen höher als 2. Das heißt, der müsste um die 2, 1 haben ungefähr. Genau, perfekt, genau 2,1, ja. Auch wieder Drachengurte Hyperstrahl. Okay, ja, mit dem kann man schon ein bisschen mehr anfangen. Vor allem auf die 3000 den zu pushen, ist noch recht billig. Hier könnt ihr schon den krassen Unterschied sehen. 695 und 2133. So, das war Nummer 2. Dann haben wir hier keine 96er mehr. Das wären, warte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ein Random muss ich entwickeln. Okay, fangen wir mal bei den 98ern an. 167 WP. Aber machen wir mal den IV-Check erstmal. Der müsste zwei Werte auf 15 haben. Attack und Defense. Attack, wichtigste Statistik. Dass die auf 15 ist, ist immer gut. 100 irgendwas, 2, 4,
Der wird genauso low wie der 96er. Echt schade. Aber was soll man machen? Manche Pokémon sind es natürlich wert, dass man die von so einem niedrigen Level hochzieht. Dragoan eigentlich auch. Aber momentan habe ich keine Verwendung für den. Vielleicht irgendwann, wenn sich das Meta ändert, aber so. Früher auf jeden Fall. Haben auch viele gemacht. Die haben auch sehr viel Staub und Bonbons verloren dadurch. Aber ich habe da ein bisschen rumgegeizt bei den Dragoan. Da 6, 9, 7. Ah? Starflügel Hurricane, mal zwei neue Moves. Aber mit 700 WP, den benutze ich eh nicht zum Kämpfen. Also da auch irgendwelche TMs zu verwenden, muss auch nicht sein. Da hier der nächste, auch 98. Und auch ziemlich low. Erstmal den IV-Check, Attack und Defense, genau dasselbe. Solange Attack 15 ist, ist top. So. Schauen wir mal. Auch der WP-technisch dann echt unbrauchbar. Abonnieren mit 361. Okay. Aber ihr habt es gesehen, ich habe 2000 Bonbons angesammelt und habe nichts mit denen gemacht. Also schon eine coole Aktion, kann man auf jeden Fall mal hier so machen. Ein paar Dragons. So. Puh, das ist Dragoan Nummer. Auch wieder Startflügel Hurricane. 4, glaube ich. Die ersten zwei haben Drachen gute Hyperstahl bekommen. Die nächsten zwei Startflügel Hurricane. So, dann. Der nächste 98er wäre. Der hier. Ein Dragon hier. Checken wir die IV. HP und Defense, nicht Attack 15. Und 119 ist richtig, richtig low. Wie viel hat denn der? 200 irgendwas? Alter. Was ist das für ein Baby-Dragoan, bitte? 265 Dragoan, 98%. Und schon wieder, Starflügel Hurricane. Okay, das war 98er. 298 habe ich noch, zwei Dragoniers. Die sind jetzt nicht so schlecht. Kommen knapp über 2000. Der hier glaube ich nicht ganz. Ah, der andere auf jeden Fall. Attack 15, Defense 15. Ah ja, perfekt. So, der kommt auf 1,9. Circa. Was dann? Dragoan Nummer 6, glaube ich. Wir müssen eigentlich dann noch die Attacken abchecken. Weil 100er werde ich entwickeln und der ist auf jeden Fall wichtig. So, oh, neue Kombination. Zwei Drachenmoves, sehr gut. Drank the Outrage und er hat sogar über 2000 geschafft. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Am 22.02. sogar habe ich den gefangen. Das ist übrigens mein Geburtstag. Das Jahr verrate ich euch aber noch nicht. Oh, cool. Den behalte ich. Wo ist denn der? Der hier, gell? Ah, der ist echt cool. Ich behalte eh alle. Also, was habe ich da gesagt? So. Jetzt der nächste. Das ist Nummer 7. Oder? Ja, das ist Nummer 7. Geht relativ flott. So, Attacken. Ja, ich meine, IVs. HP und Defense. Schade. Und entwickeln. Werden wir den entwickeln? Game Press. So. Empress Dragoan. Dragonite, genau. Starflügel Outrage. Auch eine neue Kombination. 244. Nicht schlecht. Ja, den kann man schon bereits im Kämpfen verwenden.
Er ist gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Dann kommen wir. 8, 9 zu Nummer 8. Nummer 8 ist ein besonderer IB. Könnt ihr hier gleich sehen. Richtig, richtig schlecht. Aber ihr habt es gesehen, ich habe ein Andenken, ein Dragoran aus. Aus was? Aus Tschechien, aus Prag. Und ich habe hier mit ein paar Freunden Urlaub gemacht in Italien, Verona. Und als Andenken ein Dragoran. Somit habe ich dann aus jedem Land, wo ich bisher gespielt habe, ein Dragoran. Deutschland natürlich, Tschechien und Ding. Italien. Sprich, ich versuche jetzt eine Tradition einzuführen, dass ich aus jedem Land, wo ich war, ein Dragoran mache. Und das wahrscheinlich auch auf Max bringe. So. Das heißt, ich muss in jedem Land, wo ich hingehe, ein Dratini, Dragonier oder Dragoran fangen. So, Attacken. Beste sind Drachengute Wutanfall. Zwei Drachen, alles klar. Danach Drachengute Orkan. Und Starflügel Hyperstrahl ist das Schlechteste, was geht. Schade. Aber der ist eh nur Andenken. Das war Nummer 8. Jetzt kommen wir noch 9. Nummer 9 haben wir einfach den hier. Den mit dem meisten WP. IV-technisch ist er auch nicht so schlecht. Sonst hätte ich ihn schon weggeschmissen. HP 15, also über 80%. Die sind ja alle noch über 80%, die ich aufbewahrt habe hier. War halt nur zu voll, um genau nachzurechnen, wie viel. Genauso wie bei dem. Wenn ihr wollt, könnt ihr seine IVs ausrechnen und die von dem Verona Dragoran. Und dann das unten in die Kommentare schreiben. Aber jetzt entdecke ich den erstmal als Nummer 9. Einfach weil er die meisten WP hat. Der kommt, glaube ich, sogar auf über 3000. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich denke schon. So. Dragonier. Und direkt zu Dragoran. Ah. Könnte knapp werden. 2. 1, 3, 2, 8 wahrscheinlich. 2, 2, 9 maximal. Schauen wir mal. Ich sag 2, 8, ja, zwischen 2, 8 und 2, 9. Doch ein bisschen mehr als ich dachte, aber knapp unter 3000. Für das alte Arena-System wäre das nicht schlecht gewesen. Mit dem kann ich auf jeden Fall ein bisschen kämpfen, vom 20.03. Und, ja, coole Sache. Jetzt kommen wir zum Highlight. Darauf freue ich mich. Relativ schwache WP, aber den kann ich und werde ich demnächst wahrscheinlich auf jeden Fall auf Max pushen. Mein 100% Dratini. Mein erstes 100% Dragoran. Eins reicht mir eigentlich meistens, aber na klar nimmt man welche mit, wenn man sie irgendwie findet, aber war bisher nicht so der Fall. Nur der hier, 1-Stunden-Spawn. Video dazu gibt's. Könnt ihr mal nachschauen wieder. Ich muss natürlich erstmal die IV checken, damit ihr seht, dass der 100% ist. Bester Satz. HP, Attack, Defense, 15. Auf geht's. 100% Dragoran. Huhuhu. Drachengute Wutanfall. Ich muss dann noch bei den meisten Dragoran Stahlflügel wegmachen. So, wie viel hat denn der? 1000 oder sowas? Boah, 950. Und Stahlflügel. Oh. Aber das war's. 10 Dragoran entwickelt. Checken wir mal meinen Dragoran jetzt ab. Dragon Knight. So. Das ist meine Dragoran-Armee hier. Puhuhu. Das sieht echt saftig aus, Mann. Das sieht echt krass aus eigentlich. So, wo ist der 100er? Da. So. Verpassen wir denen noch ein paar Items. Zumindest bei den Fast Items, weil die kriegt man so schnell wieder. Ah, so. Dragon Knight. Ich
weiß, der 100er hat einen schlechten Move. Steering weg. Und Dragon Tail. Es gibt ja nur zwei Fast Moves, also falls man den einen hat, ist es 100%. Dragon Breath, oh nein, das ist Legacy. Steering, ja, der hat auch Steering. Machen wir das mal weg bei dem. So, was hat der? Dragon Breath, nein, nein, nein. Steering, weg damit. So, was hat der? Steering, weg damit. Was hat der? Steering, weg damit. So, der hier. Drangtail ist gut. Drangtail ist gut. Verona, Steering, weg damit. So, was hat der? Steering, weg damit. Okay. Was hat der? Steering, weg damit. Alter. Okay. Was hat der? Drangtail und der letzte. Steering. Weg damit. So, das war's. 10 Dragonern entwickelt. Nur 96, 98, 100 und ein Random. Na, zwei Random. Der aus Verona und der 700 WP hatte. Aber über 80%. So, das war's. 10 Dragonern entwickelt für die 10.000 Abos. Nochmal vielen, vielen Dank für alle Zuschauer, für alle Unterstützer. Mal schauen, was ich mit den Dragons machen werde. Den 100er werde ich auf jeden Fall max pushen. Der Rest schauen wir mal. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie viele Dragons ihr habt, was euer bestes Dragon ist. Und was ihr allgemein von Dragon haltet. Findet ihr den noch momentan gut? Habt ihr noch Gebrauch für den? Ah, das war's. Wie gesagt, danke für die 10.000 Abos. Hoffentlich werden es demnächst noch mehr. Beim nächsten Mal entwickeln wir noch mehr Sachen. Pushen noch mehr Sachen. Ah, das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.